Hey! Hi! Ich habe hier die Nelly. Hi Leute, geht's euch? Viele kennen ja die Nelly. Und ich muss dich was fragen. Ne? Also gerne. Hier immer so, ne, dass von Beißen man ja eigentlich nur... Das bist du auch wem. Also von Beißen ist man ja eigentlich nicht körperlich abhängig, sagt man. Und ist man eigentlich eher so vom Kopf. Aber trotzdem, also würden sich die meisten Süchtigen, also wenn sie die Auswahl haben zwischen Braun und Weiß, würden trotzdem immer viele irgendwie das Weiße nehmen. Warum ist das eigentlich so? Das ist halt so die Psyche zum Beispiel. Weiß ich nicht, wenn ich morgens aufstehe, ja, ich bin mega auf Turkey, trotzdem tue ich erst 3, 4, 5 Steine rauchen, ja. Einfach, ich kann mich nicht bewegen, das ist halt, doch, du hast eigentlich auch einen Entzug davon. Also so, wenn du es sehr, sehr lange nimmst, also Leute, die 20, 30 Jahre nehmen, die brauchen auch, die können sich nicht bewegen. Manche können teilweise noch nicht mehr die Pfeife alleine im Mund nehmen. Und dann brauchst du dann 4, 5, 6 Züge, bis du erstmal in Gang kommst. Das ist halt wie beim Alkoholiker, ne, der erstmal seinen Pegel braucht, um fit zu sein. Also. Und ich finde, das ist der schlimmere Turkey als Age-Turkey. Weil es halt so auf die Psyche geht. Ne? Beim Age weißt du, die geht schlecht und sonst was, aber du kannst klar denken. Und das ist halt beim Stein oder beim Crack nicht so. Wenn ich morgens aufstehe und ich laufe rum, also mit einem Stock im Arsch, hätte man ganz ehrlich gesagt, also ich kann gar nichts, ich will keine Schuhe zu machen, ich will keine Nase putzen, ich will gar nichts. Ich laufe rum und ja, und auch den ersten Zug, das kann ich nicht alleine machen, ich muss die Pfeife im Mund gesteckt werden, und ganz schlimm, also. Ja, und es wird immer schlimmer, also wenn ich mir vorstelle, in 20 Jahren, ich immer noch Stein drauf, dann kann ich gar nichts mehr gebacken machen. Ja, aber viele machen ja auch einen Cocktail zum Beispiel, ne? Das ist auch heftig, finde ich, ne? So, da hat man ja auch... Also wenn ich alleine drücke oder so, merke ich gar nichts. Das ist halt so echt, weil du machst es jahrelang immer das Gleiche und es wiegt halt irgendwie. Bist du immer noch auf Venta, Nelly, oder? Ja, aber ich bin wieder ein bisschen fitter und so. Ja, ich habe mich wieder so ein bisschen runterdosiert. Ist ja auch schönes Wetter, also man kann ja andere Sachen machen als den ganzen Tag Alu rauchen und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Okay, cool. Ich wüsste alles Liebe, wenn ich das sehe. Alles Gute. Also in Amerika ist ja eigentlich eher Eis ein Problem. Ja, definitiv. Und warum meinst du, warum das hier nicht so ist? Ich würde eher sagen, es kommt drauf an, in was für eine Stadt man wohnt in Deutschland. Also sagen wir mal, je mehr man nach Osten geht, desto mehr und mehr wird Eis das Problem anstatt die Steine. Ja, also da wechselt sich das. Je weiter wir in den Osten gehen, je weiter kommt dann auch das Eis zum Spiel. Und hier in Frankfurt ist das dann eher nicht der Fall. Ja, hier in Frankfurt ist es eher, wie wir alle bekanntlich wissen, Steine das Problem. Ja, eher so, dass Steine das Braune abgelöst haben. Definitiv. Das liegt auch daran, dass hier in Frankfurt das weiße Qualität viel besser ist wie das braune Qualität. Und das ist etwas, was hier auf jeden Fall sehr, sehr auffällt. Das Braune ist mit das Schlechteste in Deutschland. Das Weiße ist aber mit das Beste. Und das ist natürlich auch, das merkt man hier ganz klar. Na, es gibt ja auch so in den Konsumräumen wird ja so ein Check gemacht. Ja. Also man kann seine Substanzen abgeben und dann wird es ja kontrolliert. Ja, super, ich hab's geschafft. Und ja, wie siehst du das? Es war, die machen ja diese Tests, ja, und Frankfurt ist ganz klar, ja, so ganz, ganz oben dabei mit den Steinen oder mit Crack, mit Koks generell, mit Weiß generell. Frankfurt ist ganz oben mit den Weißen, aber die Tests zeigen auch, dass das Braune hier ganz miserabel ist. Das ist einfach Fakt. Dankeschön. Und mittlerweile ist ja so, wegen dem schlechten Braunen ist ja so mittlerweile, dass die Leute umgestiegen sind auf Fanta. Ja. Und ja, das ist ein massives Problem hier in Frankfurt geworden. Die Leute rauchen das mittlerweile. Es gibt aber auch gefährlichere Konsumformen.
Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil schon wirklich viel Schlechtes passiert ist. So, Alina, wir sind ja hier am Frankfurter Bahnhofsviertel. Wie ist es bei dir? Hast du hier irgendwie Probleme mit Suchtdruck oder löst das irgendwas bei dir aus, wenn du hier bist? Oder kannst du einfach ganz normal lockig hier durchlaufen als eigentlich suchtkranke Person? Also bei mir ist es so, das ist bei mir nicht immer ortsabhängig. Also ich bekomme auch zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und momentan läuft irgendwas schief in meinem Leben, oder emotional habe ich irgendwie Stress, Probleme oder bin ich unzufrieden oder verspüre eine Leere. Das sind eher für mich so Auslöser für Suchtdruck, ist wirklich so. Und ja, da setze ich mich in die Bahn und kann auch irgendwie irgendwo hinfahren und mir was holen. Also das ist für mich kein Hindernis, nur weil ich nicht dort bin. Also wenn ich Suchtdruck habe, dann fahre ich auch dahin und hole mir was. So, das ist nicht immer bei mir irgendwie ortsabhängig. Das Problem ist auch, also natürlich ist auch der Mindset wichtig, ja. Also ich komme ja auch her und habe auch was zu tun. Also ich würde jetzt nicht einfach so den ganzen Tag hier rumhängen, und das würde ich jetzt nicht. Da kommen natürlich auch komische Gedanken. Aber wenn ich hier gezielt reinkomme und einen Plan habe oder ein Projekt habe oder irgendwas für YouTube mache oder für Präventionarbeit, da hat man auch einen anderen Mindset. Da weiß man auch, okay, man macht das und dann kann man wieder nach Hause gehen. Das war mal früher ein Bordell, so ein Laufhaus, sowas. Laufhaus meine ich. Ja, da gab es auch eine Geschichte. Wie die meisten von euch schon mitgekriegt haben, haben ja die Alina und ich über Parfüms unsere Haupteinnahmequelle gemacht. Ja, also wir haben jeden Tag sämtliche Parfüms besorgt und das dann an den Frauen, viele Prostituierte, halt verkauft. Und hier in diesem Com gab es auch viele Transen halt, ne? Und da war eine dabei, die war so cool gewesen. Also eine richtig, richtig coole Sau, mit der wir uns super verstanden haben. Und eines Tages hatte ich das Parfüm dabei gehabt, was sie sich gewünscht hat. Und es war morgens, sehr, sehr früh. Also ich rede hier von 11 Uhr morgens sowas. So, dann habe ich dann bei ihr an die Tür geklopft. Und normalerweise, wenn ich mit ihr geredet habe, hat die halt immer, ich meine, sie ist ja in männlichen Körper, aber halt Frau hier oben, ne? Und die hat dann immer ihre Stimme verstellt. Immer so, ah, süßer, so halt, ne? Und an dem Tag, da es so früh war und ich sie aus dem Bett rausgeschmissen habe, habe ich nur so gehört, ich klopfe. Ich so, hey Star, it's me, Dan. Und dann höre ich nur so, ja. Und ich so, yo, it's me, Dan. Die so, ja, okay, ich bin gleich da. Oh mein Gott. Ja, so war das. Aber die war so cool, ne? Ich weiß jetzt nicht, was aus diesem Haus passiert ist, aber ja, ich hoffe, ihr geht's gut. Ne, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr korrekter Mensch und ja, ich wünsche ihr alles Gute. Hoffe ich auch. Ja. Hallo Leute, wir sind hier am Bahnhofsviertel und hier haben wir uns auch super gerade unterhalten mit dem Achim, Mike und Matthias. Die sind hier und helfen auch ehrenamtlich. Und sie verteilen hier Getränke. Literatur gibt es, Bücher. Viele Leute lesen. Okay, nicht viele, aber einige. Ja, also Pille liest zum Beispiel oft. Den habe ich schon oft lesen gesehen. Und genau. Ich finde es sehr klasse, was sie machen. Und ja, in der Tat kommen wirklich viele Leute und helfen ehrenamtlich. Und man hat immer den Eindruck, dass hier wenig geholfen wird. Aber in der Tat sind wirklich viele Menschen, die ihre Zeit sinnvoll verbringen und anderen Menschen helfen, die sich in der Notsituation befinden. Darf ich dich auch? Ist den auf, dann kannst du einen neuen kriegen.
aber nicht weiter sagen. Bitte? Ja, nebenan. Oder darf ich mal fragen, warum ihr das eigentlich macht? Weil wir Christen sind. Ah, weil wir Jesus Christus kennen. Und wir leben mit dem und wir merken, dass es Power gibt. Ja. Und außerdem nimmt uns das die Angst. Wenn ihr umguckst, wie alles abgeht, dann ist schon Angst. Das stimmt. Und deswegen sind wir hier, um den Leuten zu zeigen, es gibt einen Ausweg. Prinzip Nächstenliebe quasi. Ja, aus Nächstenliebe, aber ein Stück weit auch aus, wie soll ich sagen, das ist so, wenn du irgendwo bist ein Bettler. Dann findest du irgendwo eine Stelle, wo es was zu essen gibt. Dann nimmst du deine Kollegen mit, die Bettler sind, und sagst, hier, da vorne gibt's was. Und das machen wir jetzt. Ja, schön. Sehr schön. Echt. Das ist schön, wirklich. Dann ja, Matthias und Mike und der Rest der Gang, also wirklich sehr toll, was Top, ihr macht. Ne? Die Gang ist nicht der richtige Gang. Kollegen, Freunde. Ja, wirklich. Also, wenn du noch eine Cola gleich nimmst, dann bin ich euch schon weiter. Ja, ich nehme einen, komm. Ah, super. Ja. Bitteschön. Hast du schon was zu essen? Ja, ich nehme Fanta. Dann nehme ich Fanta. Ich bin gerade auch von der Sache, wo es hingezeigt wurde, nach Hause. Ja, vielen lieben Dank, Leute. Ne? Dann wollen wir mal nicht bei der Arbeit stören. Ja, ich habe mir auch die Bücher angeguckt. Hoppala. Ja. Toll, ne? Also, wir kennen auch einen Obdachlosen, der war früher obdachlos und der hat auch hin und wieder gelesen. Deswegen, das ist schon Zeitvertreib, ne? Also, wir haben hier jede Menge Leute, die kommen vorbei und nehmen sich auch ein Stapelchen mit und die sagen, das und das habe ich schon. Toll. Und wir wissen auch, dass es einige Stellen gibt, wo Bücherregale sind, wo unsere Literatur drinsteht und die werden also immer weitergegeben und werden gelesen. Ah, toll, super, wirklich. Das war doch das eine Buch, wo die uns gezeigt haben, wo die Namen vorne drin standen, von wer das an wen weitergegeben hat. Echt? Und das heißt, ist unter Ach, und den Namen haben wir reingeschrieben, wer das hatte. Ach nee, das ist ja, cool, ja geil. Echt? Das ist geil, das ist cool. Ich bin sehr dankbar. Glaube ich. Die beste Botschaft der Welt. Also, ja? Richtig, das stimmt. Ja. Ach, das ist ja cool. Nicht so kritisch, komm. Die sind aus Spanien. Ja. Das ist ja cool. Okay, dann. Okay. So, danke nochmal, ne? Danke. Jo. Ciao. Ja, gerne. Bitteschön. Sehr coole Leute. Daran kann man hier erkennen, dass es heißt oftmals, dass hier nicht viel gemacht wird, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, das war jetzt nur eine Sache von vielen, wo die Menschen hier helfen, ja, aus Nächstenliebe und einfach aus ehrenamtlichen Tätigkeiten, und die machen das aus Überzeugung. Ja, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache und das ist pure Liebe. Das stimmt. All right. Dann darf ich mal was Persönliches fragen, und du musst es nicht antworten, gell? Ja, frag doch mal. Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh, ich glaube sogar heute. Ah. Ja, ja.